Ein Lied gerade gehört, gesungen von Tanujan Sivarajan. Wir fragen mal die Kultur und so, vielleicht neu ist. Hallo, wie heißen Sie? Ich bin der Uwe Weidemann, bin Flamenco-Gitarrist und Multikulti-Mensch und bin ja auch in der kulturellen Gemeinde und ich finde das klasse, was ihr hier macht. Ne? Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und viel Spaß bei dieser ganzen Sache. Ach, danke schön. Also ich habe sogar einen richtigen erreicht, der sogar Erfahrung mit der Kulturwelt hat. Guitarra Flamenca. Ja, vor 200 Jahren sind die Indier durch die Völkerwanderung bis nach Andalusien gezogen und haben die Musik aus Indien, Pakistan mit rübergebracht. Und die Mauren brachten die Musik mit rüber. Ja. Also wir haben jetzt sogar... Die Conquistadores haben die Musica Ida Ueweta mit zurückgebracht, ne? Die Musik aus Südamerika. Und, ist einfach unser europäischer Blues. Ja. Das stimmt. Was ihr jetzt hier macht, ist ultra klasse. Der erste Camino Andante, der Beginn steht im Leben, macht weiter. Okay, wir werden das einhalten und so oft wie möglich hier in Brühl diese Veranstaltung als Bollywood-Fest weiterveranstalten. Und es freut uns auch, dass wir so viele Menschen erreichen können und halt auch die Kultur an die Deutsche, unsere Bürger, mit denen wir auch mit zusammenleben, als Deutsche sogar. Zum Beispiel, ich bin hier zwar hier geboren und habe als Migrationshintergrund halt meine Eltern aus Sri Lanka, halt diese beiden Kulturen zu vereinigen, das erfreut uns und dass wir hier in Brühl diese Möglichkeit bekommen haben. Ja. Dafür müssen wir wirklich Dankeschön an die Stadt und ans Runde Kreis und alle, die diese Organisation überhaupt ermöglicht haben, bedanken. Und als nächstes hätten wir nochmal zwei Stücke von der Musikschule aus Brühl, aus der